Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Civilization 6 mit Trajan und den Römern. Wir sind im Mittelmeerraum und wir sind gerade bei den Spaniern eingefallen. Mit unserer modernisierten Armee haben wir Valladolid eingenommen und versuchen hier nun gegen die Loyalitätsprobleme anzukämpfen, indem wir unseren Viktor in der Stadt platziert haben. Und jetzt werden wir uns als nächstes die Stadt Vitoria Gasteiz einverleiben. Dazu müssen wir jetzt erstmal unsere Truppen wieder ein bisschen regenerieren. Wir haben allerdings das Problem, dass wir von hinten auf einen Zwei-Fronten-Krieg haben, denn die Deutschen sind direkt mit in den Krieg eingetreten und fallen uns jetzt quasi in den Rücken. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass uns das nicht zum Verhängnis wird. Es bleibt also spannend. Gucken wir mal. In Ostia haben wir gerade die Universität gebaut bzw. repariert. Wir wollen jetzt hier ein Forschungslabor bauen, beziehungsweise was wir auch wollen, ist ein Flugplatz. Wir haben jetzt die Luftfahrt erforscht und ich glaube, das ist das nächste, was wir machen. Wir wollen hier einen Flugplatz platzieren, möglichst zentral hier. Da haben wir dann später auch die Chance, Einheiten zu verschicken, wenn wir das brauchen. Und können die dann an die Front schicken. Hier oben haben wir einen kleinen Einfall von Deutschen, die hier über die Alpen kommen. Ich hatte ja ursprünglich mal den Plan, hier oben eine Festung zu bauen. Das hat leider nicht funktioniert, weil hier alles bewaldet war und da konnte ich keine Festung draufsetzen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diese Truppen aufgehalten bekommen. In Arretium bauen wir gerade ein Forschungslabor, das heißt, nächste Runde können wir anfangen, hier Truppen zu produzieren. Und in Bologna haben wir gerade das Forschungslabor abgeschlossen. Hier ist ein kleiner Sabotageakt gelaufen. Das ist natürlich schlecht, weil es hier unsere Produktion ein bisschen einschränkt. Aber wir bauen hier jetzt trotzdem einfach mal einen Panzer, um mit dem Panzer hier ein bisschen diese Truppen aufzuräumen. So. Wir bauen einen Panzer. Wir können in Ravenna Produktion wählen. Wir haben hier die Bibliothek abgeschlossen. Wir bauen jetzt hier den Handwerker noch fertig. Der braucht nur eine Runde. Und mit Liang in der Stadt kriegen wir hier einen Bonus auf die Produktivität des Handwerkers. Also der hat zusätzliche Aktionen. So, hier sind wir außerhalb der Reichweite mit unserer Infanterie, das ist gut. Diese Infanterie hier oben, die ist noch innerhalb der Reichweite von diesem Lager. Da ziehen wir hier ein Feld rüber in unser eigenes Territorium, können dementsprechend auch gut heilen. Der Panzer ist soweit in Sicherheit, den können wir hier zum Heilen verschanzen. Und Artillerie ziehen wir. Ich überlege gerade, ich würde die gerne hier direkt drüber ziehen. Wenn ich diese Infanterie. Aber wie weit kommen wir denn mit dem? Wir könnten den Panzer hier hochziehen. Mit der Artillerie hier runter. Und die Infanterie schicken wir hier rauf. Und dann können wir mit der Artillerie hier in die Stadt ziehen. Jawohl, so hin und her, aber das sieht doch ganz gut aus. So, diese Felder sind gefährdet. England zieht hier auch in den Süden, haben die. Achso, die sind auf dem Weg zu Süleyman. Okay. Unser Maschinengewehr müssen wir auch Richtung Front runterbringen. Oder aber. Wir schicken unser Maschinengewehr hier nach oben als Schutz vor den Deutschen. Wobei wir haben hier eine Panzerabwehr und eine Kavallerie. Das ist doch eigentlich schon ganz ordentlich. Die Fernkampfeinheit ist natürlich besser als jetzt die Kavallerie. Weil man da aus der Stadt heraus einfach zusätzlich schießen kann. Platzieren wir die mal da oben. So, er überspringt die Runde, er bleibt an der Infanterie dran.
Mit diesem Schiff müssen wir jetzt ein bisschen außer Reichweite kommen. Weiter als zwei sollten die nicht schießen. Wir können aber drei weit schießen. Ich denke, hier die Einheit sollte kein Problem sein für jetzt so eine Infanterie. Wie schaut denn das aus? Ja. Beziehungsweise machen wir das lieber so, dass wir ihn hier in unser eigenes Territorium bringen, weil da können wir ihn dann heilen. Hier verschanzen wir uns. Und mit dem Kriegsschiff schießen wir auf die Stadt. So. Hier oben haben wir unsere Ressourcen ausgebaut. Wir haben 5. Die Stadt wächst ziemlich stark, stelle ich fest. Da schießen wir auf den Ranger, der ist schon verschwunden. Jawohl. Diese Einheit benötigt Befehle, die könnten wir upgraden, aber die ist eigentlich da ganz gut positioniert. Das heißt, die schicken wir weiterhin auf Bereitschaft. Dann schießen wir oben den Kürassier weg. Ne, Kürassier. Was war das? Doch, Kürassier-Armee, genau. Dezimieren wir die Einheiten der Deutschen ein bisschen. So, eher müssen wir aufgeben, den müssen wir im Zweifelsfall auch upgraden. Und wir gehen in die nächste Runde. So, die schießen ja auf das Lager, das ist aber alles kein Problem. Hier kommt Linieninfanterie. Wir sind jetzt halt einfach, wir haben einen extremen Vorteil durch unsere fortschrittliche Armee. Militärischer Notfall. Tja, wir haben die Spanier erobert und wir sind natürlich absolut gegen einen militärischen Notfall. Schauen wir mal, wie es aussieht. Militärischer Notfall abgelehnt, jawohl. Er war 5 dafür. 3 Vorsprung, aber ganz gut, dass wir hier ein bisschen investiert haben. Wer war denn dafür? Spanien und Deutschland, okay. Hervorragend. So darf das sein. So. Wir attackieren weiterhin die Stadt. Wir dezimieren ihre Truppen. Dann platzieren wir unsere Artillerie hier in dem Lager. Wir können vom Lager aus entspannt auf die Stadt schießen. Wir können jetzt hier mit unseren Kriegsschiffen, mit unserer Artillerie ganz entspannt auf die Stadt schießen. Und dann rutschen wir einfach mit unseren Panzern rein und dann ist das erledigt, das Thema. Und dann können wir uns überlegen, können natürlich da oben noch Cordoba holen. Oder wir gehen einfach hier unten rum, holen uns direkt Toledo und Madrid. Denn das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen nach Madrid. Allerdings kriegen wir dann Druckprobleme. Weil hier, das ist auch eine relativ große Stadt. Barcelona, große Stadt. Da werden wir Probleme mit der Loyalität bekommen. Müssen wir uns da mal angucken. So. Wir schießen. Hier rein. Jawohl, hier geht schon runter die Verteidigung. Da ruhen wir uns aus. Verschanzen uns. Ja, wir könnten jetzt hier runterfahren, aber warum? Also wir würden uns hier nur unnötig dem Feuer aussetzen und diese halb zerstörten Infanterieeinheiten, die machen uns jetzt, glaube ich, keine Sorgen. So, und hier Helikopter fände ich halt cool, aber dafür brauchen wir erst Aluminium. Dann bauen wir hier
Wir bauen auch hier Panzer. Aufklärungsballon gibt plus 1 Reichweite. Das ist auch nicht schlecht für unsere Artillerie. So, in Kumal haben wir gerade den Leuchtturm gebaut. Hier könnten wir jetzt auch Schiffswerften bauen, aber wir gehen erst auf... Ja, wir gehen erst auf die Wissenschaft. Wohnraum haben wir hier noch. Dann in Ulm. In Ulm könnten wir jetzt einen Flugplatz bauen. Allerdings... Achso, wir brauchen eine ebene Fläche. 1, 2, 3. Warum geht es hier nicht? Weil das Geländefeld nicht zu Ulm gehört. Das gehört zu Genf. Aber warum können wir nicht tauschen? Oh, wir haben ja ein Loyalitätsproblem. Hm? Hier und hier. Hier oben haben wir schon Magus platziert. Wir müssen in Ulm einen Gouverneur platzieren. Wir nehmen mal Armani. Die ist in Valletta. Ja, da, dem wird sie, wird Kleopatra suzerän, aber das stört mich jetzt nicht wirklich. Die haben auch nicht wirklich groß Militär, das wir abgreifen können. Naja, obwohl. Ja, aber wir ziehen die ab, denn das ist uns wichtig hier oben, dass wir hier keinen Ärger bekommen. Wir brauchen nicht auch noch innenpolitische Probleme. So, und können wir jetzt... Ne, können wir nicht. Doch, wir können das tauschen. Und dann können wir in Ulm... Nein, kein Lager, sondern einen Flugplatz hier bauen. Jawohl. Gar nicht so schlecht. Schön zentral. 5 Runden, den bauen wir. Und dann geht es weiter mit Wissenschaft. So. Produktion in Ravenna. Hier haben wir jetzt den Handwerker gebaut. Jetzt geht es hier auch weiter mit Wissenschaft. Wir müssen hier... Der Corvinius, der geht so ab. Der hat einfach mal 25% mehr Wissenschaft als wir. So, den Panzer, den verschanzen wir. Die Frage, ob wir die Artillerie jetzt hier platzieren sollen oder ob wir direkt uns überlegen, Richtung Cordoba zu gehen. Ja, wir haben nur die 2 Artillerieeinheiten, ne? Das heißt, hier unten wäre eigentlich geschickt. Und dann sollten wir doch mit dem Panzer unsere Artillerie schützen. So, wir können direkt schießen. Ist es bei der Artillerie generell so, dass die schießen kann, ohne dass sie stationiert werden muss? So, da ziehen wir jetzt von dem Vulkan runter, denn ich will nicht, dass jetzt die Einheit da wieder dem Vulkan zum Opfer fällt. Und wir haben nur noch ein Maschinengewehr. Sind die anderen alle zerstört worden? Dann müssen wir mit dem auch runter. So, hier können wir uns befördern. Kampfstärke gegen Kavallerieabwehreinheiten. Kampfstärke bei Kampf in einem Bezirk.
Das ist eigentlich ja das, was wir wollen. Wir wollen in die Städte, und das heißt im urbanen Bezirk. Das heißt, wenn wir hier auf so einem Bezirk stehen und angreifen, dann haben wir einen Vorteil. So. Hier sind wir ausgebaut. Genau, wir können jetzt hier diese Aquakulturen machen, die uns die Liang mitbringt. Oder wir bauen da oben eine... Ich glaube, wir bauen mal eine Mine. Denn wir brauchen da Produktion in der Stadt. So, Stadtfernkampf. Genau, also gegen unsere Städte haben diese mittelalterlichen Einheiten keine Chance. Okay, Handelswegkapazität erhöht. Sehr gut. Stadt ohne Energie, ja, das ist, weil jetzt hier die Fabrik zerstört worden ist. Wir können mal gucken, das ist hier die, der Vorteil gewesen von dieser Erweiterung, die wir durch den Ingenieur bekommen haben. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Städte alle mit drin. Die nicht, das ist ein Feld genau daneben. Aber das heißt, Bologna hat jetzt trotzdem Energie, da auch obwohl diese Fabrik kaputt ist, weil die einfach von Rom mitversorgt wird. Und in Ulm haben wir auch... die passt nicht mehr ganz rein, schade. Okay. Ich hätte auch gern Paris. Das sollten wir uns vielleicht... Vielleicht machen wir es so, dass wir uns diese drei Städte holen. Und dann vielleicht uns zwischendrin Paris schnappen. Dann können wir auch mit den Deutschen direkt den Frieden aushandeln. Das ist vielleicht nicht verkehrt. So. Gehen wir mit dem direkt rein. Ja, den heilen wir noch eine Runde. Der ist ja noch leicht beschädigt. So, und dann gehen wir in die nächste Runde. Was möchte sie? Sie möchte Öl und diplomatische Gunst und gibt uns jede Menge Geld. Aber... Wir wollen nicht unseren Großteil unserer Ölreserven hergeben. Tut uns leid. Tut uns leid. So, da werden wir geschossen von zwei Seiten. Das war zu erwarten. Aha, sie wollen alle unseren Krieg. Die will Krieg, wollen wir auch nicht. Wir wollen auch keinen Krieg. Freundschaft. Ich habe nichts gegen Freundschaft. Auf Wiedersehen. Und er bietet uns. Was will er denn? Landschaft, Literatur und Artefakt. Er will ein bisschen Gold. Er bietet uns Aluminium an. Das ist ja stark. Und ein religiöses... Ein religiöses... Ja, habe ich jetzt nichts dagegen. Und Aluminium ist ja super, dann könnten wir Hubschrauber bauen. Übersehe ich irgendwas? Bisschen Gold. Ne? Das klingt super. Nehme ich an. Und dann geht es gleich los mit dem Bau von Hubschraubern. So schaut es mal aus. So, hier können wir uns befördern. Kampfstärke gegen Bezirkverteidigung. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen Städte attackieren. Hier heilen wir noch eine Runde. Dann schauen wir mal, was wir mit unserer Artillerie ausrichten. Hier könnten wir jetzt befördern. Mit dem Panzer reingehen. Mit dem kommen wir nicht ran. Ne, ich nehme
diesen Fernangriff noch mit. Dann ist die Stadt ziemlich zerstört. Ich könnte vielleicht hier noch einen Fernangriff machen. Und dann versuche ich doch mal die Stadt einzunehmen mit meiner Infanterie. Jawohl. Hervorragend. Hervorragend. Das heißt, ich kann mit meinem Panzern hier unten die Infanterie platt machen. Mit der Infanterie komme ich nicht ganz bis ran. Aber ich könnte zumindest meine Artillerie schützen. Das mache ich auch. Ah, den würde ich mir so... Immer wenn ich so einen unbeschützten Siedler sehe, dann denke ich mir jetzt, das wäre es doch wert, den Krieg zu erklären. Ist es natürlich nicht, aber da fühle ich mich in Versuchung geführt. Okay, wir können nicht weitergehen, aber wir verschanzen uns entsprechend. Die Stadt behalten wir natürlich. Produktion. Jetzt sind wir in einer anderen... Das finde ich sehr verwirrend. Ich gehe auf Produktion und dann lande ich plötzlich in einer anderen Stadt. Wir haben hier die Schiffswerft gebaut. Jetzt bauen wir erstmal ein Forschungslabor. Wohnraum wäre hier auch knapp. Sollen wir die Kanalisation erst bauen? Ne, wir bauen erst das Forschungslabor. Das ist wichtiger, als jetzt hier noch einen Bewohner zu haben. So, jetzt sind wir hier in der Stadt. Und was bauen wir? Wir bauen erstmal das Monument. Es gibt uns ein bisschen Loyalität. So, gut. Dann baut 3 Militärakademien. 2 haben wir. Hier haben wir jetzt ein Lager übernommen. Und hier haben wir ein Lager übernommen. Aber das sind wir weit weg davon. Und hier, die ist gar, das ist gar nicht ausgebautes Lager. Ach, das hatten sie gerade erst gebaut, als wir angegriffen hatten. Ne? Ja. Okay. Mit dem Versorgungskonvoi hängen wir uns jetzt mal an die Artillerie ran. Da heilen wir noch mal eine Runde. Hier haben wir jetzt einen Spion. Wo schicken wir den Spion hin? Schicken wir ihn doch mal nach Paris. Der ist aus der Stadt geflohen. Okay. Annehmlichkeiten. Daran müssen wir jetzt auch arbeiten. Mal schnell schauen, wie weit ist das weg von dem... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das kommt nicht mehr hin an dieses... Das heißt, es wäre sinnvoll, hier unten einen Unterhaltungskomplex zu bauen. Irgendwie. Mal schauen, wo ein guter Platz wäre. 1, 2, 3, 4, 5, 6... zu weit weg. 1, 2, das dritte Ring hier. Hier wäre ein guter Platz. Kriegen wir die Stadt, die dann hätten wir hier alle 4 Städte mit drin. Mal hier mal einen Pin setzen. Für einen Unterhaltungskomplex. Okay. Gut. Gehen wir in die nächste Runde, würde ich sagen. Was? Dass ihr für Moloch ins... Ich bete, dass ihr für Moloch ins Feuer geworfen werdet. Ich bete, dass ihr Mod geopfert werdet. Ich bete, dass Yam sich erhebt und euch verschlingt. Aha, wir haben eine mit diesem Oberhaupt verbündete Stadt besetzt. Interessant.
So. Dieses Schiff kann befördert werden. Kampfstärke gegen Bezirksverteidigungen. Ja, dann heilt es uns gleich auch. Das ist gut. Dann gucken wir mal, was wir hier an der Küste noch so finden. Ah, sind wir zu weit weg, um es zu sehen. Achso, den haben wir gerade befördert. Der kann nicht weitergehen. Dann erledigen wir den mit dem Panzer. Gut. Jawohl, wir haben die Armee besiegt. Gibt uns einen Punkt. Da sind wir ganz gut dabei. Dann heilen wir diese Infanterie. Und ziehen mit unserer Artillerie weiter Richtung Cordoba. Würde ich sagen. Da waren wir jetzt natürlich mit diesem Lager gut positioniert. Wir könnten auch überlegen, erst diesen Bezirk runterzuschießen. Und so das Risiko zu minimieren. Fernangriff geht nicht mehr befördern können. Kann nach dem Bewegen angreifen. Ich dachte, das hat er gerade schon gemacht, aber okay. Hier, die Stadt ist neu. Die haben wir jetzt gebaut, um dieses Öl anzuschließen. Ich brauche die Stadt eigentlich nicht. Wir bauen jetzt hier einfach einen Campus und bauen hier Industrie. Produzieren Industriewissenschaftsgebiete durch. Aha. Dann haben wir hier noch eine Artillerie. Auch die kann befördert werden. Auch hier machen wir. Artillerie ist die berühmteste aller unserer Streitkräfte. Niemand sonst hat so viele Siege im Kampf errungen. Jawohl. Genau. Mit dem Maschinengewehr reißen wir nichts gegen das Lager. Da gehen wir einfach. Wir müssen nicht. Moment, wo platzieren wir uns? Ja doch, wir gehen hier einfach einen Schritt zurück, dann können wir von oben rein. Hier wollten wir eine Mine bauen. Hier bauen wir eine Weide. Stadtfernkampf, ja. Da oben kommen Panzerabwehrwaffen. Für die braucht er kein Öl. Deswegen hat er die Panzerabwehrwaffen. Aha. England hat sich die Stadt geschnappt. Ist ja interessant. Aber auch die haben hier unten Loyalitätsprobleme. Hat schon den Viktor zugewiesen. Ah, okay. Jetzt kommen sie hier. Dann machen wir mal das Upgrade. So, in Rom haben wir einen Zerstörer gebaut. Den haben wir gebaut, dass wir... wo kommen denn diese... Ach. Er hat hier das gemacht, was wir vorhin unten machen wollten. Er hat hier die Rebellen ausgehoben. Wohnviertel ist zerstört. Nicht schlecht. Vielleicht sollten wir ein bisschen Gegenspionage machen, ne? Okay. Was produzieren wir hier? Ja, wir produzieren hier erstmal einen Kornspeicher für Wachstum. Das ist nur ein Bewohner, die Stadt. So, dann gehen wir jetzt mit unserem Schiff mal hier hinter. Dann können wir vielleicht vom Schiff aus die Küsten bombardieren. Hier kommt ein großer General. Den werden wir einfach mal los.
Dann bringen wir unsere Artillerie in Stellung. Dann warte ich jetzt die Runde ab, weil dann können wir nächste Runde bewegen und schießen. Wenn ich jetzt hier hin bewege, dann kann ich nicht mehr schießen. Genau, Runde überspringen. Da ärgern wir ihn. Achso, ne, können wir nicht. Warum nicht? So. Auch hier Runde überspringen. Runde überspringen. Okay. Ach, deswegen konnten wir uns mehr. Weil wir hier den Versorgungskonvoi haben. Der macht eine zusätzliche Bewegung. Tja. Hier hinten zerstören wir die Rockband. Unrockbar. Okay, und dann bewegen wir uns in die nächste, auf zur nächsten Stadt. Bereitschaft. Jetzt. Wir verurteilen den Ketzer. So, und auch mit dem Schiff gehen wir hier rüber und schauen, dass wir damit diese Rebellen loswerden. Beförderung, Kampf beim Verteidigen gegen Fernangriffe, Kampfstärke gegen verschanzte Verteidiger. Ne, wir machen Verteidigung gegen Fernangriffe, denn das gilt auch für Stadtangriffe. So, der Zerstörer hat leider keine Fernkampffähigkeit, das ist halt schade. Den habe ich aber gebaut, dass, weil ja Spanien mit, hier auch mit Kriegsschiffen unterwegs war. Und die Zerstörer sind gut gegen Kriegsschiffe. So, 12 Runden. Ich hätte gern dieses Feld. Kannst du bitte nicht dahin ausweiten? Das wäre zu schön, wenn man das bestimmen könnte. So, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, können wir hier noch weiter ausbauen. Die Stadt wächst extrem schnell. Das ist auch cool. Ich glaube, hier müssen wir mal schauen, dass wir... Ah ne, 11 Wohnungen. Passt. Dann schnappen wir uns die Wale. Rette die Wale. Oh. So. Den zerstören. Wir zerstören den hier oben. Bevor er unseren Markt verhindert. Okay. Okay, ich würde sagen, damit beenden wir diese Runde. Wir haben die nächste Stadt eingenommen. Ich finde, das ist durchaus ein Erfolg, der sich sehen lassen kann. Es ist nichts zu sehen von den Deutschen, die scheinen hier irgendwie anderweitig beschäftigt zu sein, denn Militär müssen sie haben. Militär müssen sie haben. Nun gut. Ich bin gespannt, wie weit wir hier jetzt kommen. Loyalitätsprobleme haben wir noch nicht. Was ich spannend finde, können wir hier mal draufklicken. Ja, steigen 22,7. Also hier haben wir keinerlei Probleme mit Loyalität. Auch hier oben sind wir jetzt wieder gut dabei. Ja, hier Marseille ist natürlich. Aber Marseille ist ja auch von drei Richtungen aus umgeben. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns Paris holen. Ja, eine Handels... Drei Handelswege wurden geplündert. Ja, das sind die Handelswege, die hatten wir alle Richtung England geschickt. Die sind natürlich alle hier durch Paris durchgezogen. Das ist ärgerlich, aber mein Gott. Hier unten wurde geplündert. Da sind wir jetzt hier von Rebellen in die Mangel genommen worden. Aber den werden wir auch her. Wir haben hier Panzer in Produktion. Das heißt, in spätestens 5 Runden. Ja, wir haben, das sind natürlich Panzerabwehrmannschaften. Vielleicht nicht so praktisch. Jetzt sollten wir doch auf Infanterie umstellen. Wobei wir die Panzer hier, die können wir in den Westen schicken. Aber vielleicht reicht es, wenn wir mit den Kriegsschiffen diese Rebellen attackieren. Wir werden es sehen in der nächsten Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.